Gerlos in Tirol. Wie stark schwindet der Schnee im Klimawandel? Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Günther Aigner, ich bin ein Skitourismusforscher aus Österreich. Heute blicken wir nach Gerlos in Tirol und schauen uns an, wie sich dort der Schnee entwickelt hat. Drei Fragen sollen beantwortet werden. Erstens, wie schneesicher ist Gerlos? Zweitens, wie stark haben sich die Schneemengen in den vergangenen 100 Jahren verringert? Und drittens, was passiert, wenn sich die Winter bis zum Jahr 2050 um 1,4 Grad Celsius erwärmen? Der Schnee in Gerlos wird seit mehr als 100 Jahren vom Land Tirol gemessen. Genauer gesagt, vom Hydrographischen Dienst. Als erstes schauen wir uns die sogenannten Neuschneesummen an. Was versteht man darunter? Jeden Tag um 7 Uhr in der Früh wird gemessen, wie viel Neuschnee in den vergangenen 24 Stunden gefallen ist. Diese tägliche Neuschneehöhe wird über ein ganzes Jahr summiert, und zwar vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres. Im Mittel fallen etwa 5,1 Meter Neuschnee pro Messjahr. In trockenen Wintern sind es weniger als 3 Meter, in niederschlagsreichen Wintern mehr als 10 Meter. Die Temperatur der Winter spielt auf einer Seehöhe wie in Gerlos nur eine untergeordnete Rolle. Ob die Winter kalt sind oder mild, macht wenig Unterschied bei den Neuschneesummen. Vielmehr ist entscheidend, ob die Winter trocken sind oder niederschlagsreich. Auffallend sind zwei Dinge. Erstens, die schneereiche Phase von 1965 bis 1982, die man in vielen Regionen der Alpen feststellen kann. Zweitens, die Trendlinie, welche keine Veränderung in den vergangenen knapp 100 Jahren zeigt. Blicken wir uns die Anzahl der Tage mit Schneebedeckung pro Jahr an. Hier finden wir mit einem Mittel von 152 Tagen außergewöhnlich schneesichere Verhältnisse. Die Trendlinie zeigt, dass die Winter in den vergangenen 121 Jahren weder länger noch kürzer geworden sind. Und nun kommen wir zum spannenden Abschluss dieses Videos. Was passiert eigentlich, wenn in Österreichs Bergen bis zum Jahr 2050 das Worst-Case-Szenario der Klimaerwärmung eintritt? Im Worst-Case wird von einer Erwärmung der Winter von 1,4 Grad Celsius ausgegangen. Angenommen wird, dass die Schneegrenze mit jedem Grad Erwärmung um etwa 120 bis 170 Meter ansteigt. Im allerschlimmsten Szenario steigt die winterliche Schneegrenze bis zum Jahr 2050 um gut 200 Meter an. Im Skigebiet Zillertal Arena wären diese Auswirkungen vermutlich kaum spürbar. Und nun zur Beantwortung der Eingangsfragen. Erstens, im Durchschnitt fallen in Gerlos bei 152 Tagen mit Schneebedeckung 5,1 Meter Neuschnee pro Jahr. Gerlos ist damit ein außerordentlich schneesicherer Skiort. Zweitens, innerhalb der vergangenen etwa 100 Jahre haben sich weder die Neuschneesummen noch die Tage mit Schneebedeckung statistisch belegbar verändert. Und drittens, im schlimmsten Szenario würde die Schneegrenze um gut 200 Meter ansteigen. Zum Abschluss ein kleiner Funfact. Viele amerikanische Skigebiete in den Rocky Mountains werben mit sehr hohen Neuschneesummen. Dies beruht zwar auf Tatsachen, und doch bedient man sich zusätzlich eines kleinen Tricks. Viele US-Skigebiete messen den Neuschnee nicht einmal am Tag, wie in Österreich vorgeschrieben. Nein, sie messen bis zu viermal am Tag. Und das lässt die Neuschneesumme signifikant ansteigen, da sich der Neuschnee nach jedem Schneefall rasch setzt. Mit anderen Worten, je öfter am Tag ich messe, desto größer wird die Neuschneesumme. Ihr seht also, man muss alle Werte kritisch hinterfragen und man muss ganz genau hinschauen. Und das war's schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns bitte ein Like da und empfiehl uns gerne weiter. Kommentare und Diskussionen sind wie immer sehr willkommen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Skifahren, dem genialsten Sport der Welt. Servus!